alle heißen, die Aggressiven sind nicht da. Dafür sind wir. Wir mit Frieden und Liebe der Ungerechtigkeit entgegenstehen. Und jetzt hier im Deutschen Haus vorbei gerade gehen in Richtung Top und wir werden ungefähr 300 Leute sein. Eine Impfpflicht mit diesen notfallzugelassenen, unerforschten, genmanipulierten Substanzen darf es nicht geben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ein Hinweis dafür vielleicht kann man finden im Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, das im März veröffentlicht wurde, unter dem Titel, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Wenn wir da in den Text schauen, finden wir, lasst uns nicht über die Fallsterblichkeit reden. Die Todesraten sind so klein und sie betreffen nur eine Risikogruppe, nämlich die älteren Menschen. Das könnte viel zu harmlos wirken. So erzielen wir keine Angst und keine Schockwirkung bei den Menschen in Deutschland. Was müssen wir tun, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen? Dann werden drei Beispiele angeführt. Erstens, wir müssen die Urangst der Menschen wecken. Am besten erzählt man ihnen, wie schlimm der Erstickungstod ist. Zweitens, Kinder bringen ihre Eltern um und ihre Großeltern. Für alle Seiten furchtbar. Und das dritte ist Folgeschäden. Folgeschäden sind bisher, kann man eigentlich nichts zu sagen, weil es viel zu früh ist. Es mögen auch Einzelfälle sein, aber dann hängt das wie ein Damoklesschwert über jeden, der einmal eine Infektion hatte. Damit kann man wunderbar Angst machen. Was ist das? Was ist los? Was ist hier nur passiert? Sag mir wann, sag mir wo, haben wir uns so